Armin von GigaTech auf dem MWC 2016 in Barcelona. Bei HTC bin ich. HTC hat 3 Geräte nach Barcelona gebracht. 2 für den deutschen Markt. Die findet ihr bei uns im Kanal schon. Die Hands-ons dazu sind wir so halb begeistert. Und 1, das kommt überhaupt nicht nach Deutschland. Und das halte ich hier in der Hand. Das ist das X9. Und warum das tatsächlich schade ist, dass das nicht nach Deutschland kommt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, das ist das HTC X9, also One X9. Die Namensähnlichkeit zum One A9 ist natürlich da und die hat auch Gründe. Im Prinzip ähneln sich beide Geräte sehr mit ein paar Unterschieden. Also zum Beispiel, das X9 hat keinen Fingerabdruckscanner. Das Design wurde leicht verändert. Wir haben jetzt die Stereo-Lautsprecher, die sind sehr an den Rand gezogen. HTC hat uns erzählt, dass man hier besonderen Wert darauf gelegt hat, eine gute Screen-to-Body-Ratio hinzukriegen. Wir haben hier auf der Rückseite, das ist Metall mit so einem Plastikeinsatz hier oben. Also ist jetzt nicht das schönste Gerät der Welt, aber sieht ganz gut aus. Die Spezifikationen klingen soweit auch okay. Wir haben ein 5,5 Zoll Full-HD-Display, ein Super-LCD ist das Gorilla-Glas drüber. Dann haben wir einen MediaTek Helio X10 Octa-Core-Prozessor. Also MediaTek ist natürlich jetzt kein Exynos und kein Snapdragon 820, aber das dürfte ein ausreichend schneller Prozessor sein. Wir haben 32 GB Speicher, der erweiterbar ist per Micro-SD-Karte. Wir haben 3 GB RAM-Speicher. Also ich würde mal sagen, das ist ein Gerät der gehobenen Mittelklasse. So, das Problem ist jetzt, wir haben ja in den anderen Videos schon gesehen, nach Deutschland kommen nur die beiden neuen Desire-Geräte, die technisch wie auch preislich eher witzig sind, wie wir finden. Das X9 kommt nicht nach Deutschland. Dementsprechend haben wir auch keine deutschen Preise. Falls es jemals kommen könnte, müssten wir aber aufgrund der Preisgestaltung der Desire-Geräte ja davon ausgehen, dass das teurer wird. Also wäre das ein Gerät, das dann so um die 400 Euro kosten könnte. Da muss man sich schon wieder die Frage stellen, naja, funktioniert denn das angesichts der Spezifikationen? Also brauchen wir aber gar nicht weiter darüber reden, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass das in dieser Form nach Deutschland kommen wird. Wir wollten es euch trotzdem nicht vorenthalten, das HTC One X9, eins der 3 neuen Geräte hier auf dem MWC in Barcelona, die uns in Deutschland leider nicht erreichen werden. Ich bin Armin von GigaTech. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, da findet ihr all die Videos hier aus Barcelona, von Samsung, von HTC, wie gerade gesehen, von LG und den ganzen anderen Herstellern. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, tschüss.